Commander, ich bin's wieder. Ich habe eine gute Nachricht. Ich habe eine Ölquelle gefunden nahe der gefallenen Stadt Marion Dart. Aber es gibt auch schlechte Neuigkeiten. Ich habe festgestellt, mein Funkgerät war defekt. Also, es ist nicht mein Fehler. Die Mutanten wissen jetzt auch von dem Öl. Ich rechne schon bald mit denen, wenn sie eine sichere Stellung finden und vielleicht, nun ja, mir helfen könnten. Nochmal. Danke, Commander. Servus und herzlich willkommen zur 11. Mission bei den Überlebenden im Let's Play von KKND. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr, diese Mission endlich spielen zu können. Denn die berühmte 10. Mission ist ja so meine persönliche Horrormission. Schon unterwegs! Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier einen vernünftigen Basisstützpunkt finden. Knackpunkt ist, hier haben wir nämlich die zwei Ölquellen, die wir so brauchen würden. Ungefähr da sollten wir jetzt den Gegner aufhalten, denke ich mal. Denn da oben sind nämlich schon gerade die ersten Raketenkrabben, die auf jeden Fall mal ein sehr unangenehmes Element darstellen. Und hier hätten wir jetzt den Plasmapanzer, der sozusagen den Schlüssel, der Schlüssel zur Mission darstellt. Das ist tatsächlich das einzige Mal, er heißt leider Gottes nur Plasmapanzer, das einzige Mal in der gesamten Karriere, Kampagne, wie auch immer, wo man ein solches Element findet. Aber mit den zwei Ölquellen hier können wir ganz ordentlich was ausrichten und wir können dann später spaßeshalber die hier unten auch noch mit anzapfen. Hoffe ich. Genau. Ja, okay. Warte. Ja. Schlag. Einer vorbei. Warte. So, dann bauen wir doch mal auf. Eigentlich an der Ressourcenfront aus. Habe ich mich gar nicht so näher mit beschäftigt. Wenn ich jetzt nochmal näher drüber nachdenke, eigentlich wäre es doch schlau, wir stellen mal die Infanterie dahin. Los geht's. Holen uns den Panzer noch her. Den Infanteristen stellen wir auch noch darüber. Und wann immer die Mutanten da jetzt was runterschicken, belagern wir das Ganze ein wenig. So. Oh. Ja, schon unterwegs. Da hat meine persönliche Heldenausgabenfreude ja mal wieder was Geniales hingekriegt. Halte mich zu dir, Pfanne. Ja. Nämlich, ich hätte es mir fast vergeigt. Hey. Ja. Ja. Ich hätte es nämlich jetzt gerade fast vergeigt, dass ich noch Ölbautürme bauen kann. Brauchen wir dann hier möglichst bald ein zweites Kraftwerk. Bestätigt. 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 Okay, soweit doch richtig. Oh, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Das ist sogar richtig scheiße. System Android.
Käfer das nämlich problemlos zerstören. Genau. So habe ich mir das ungefähr nicht vorgestellt. Ja, Schande. Tja, da wird die 11. Mission wohl gleich eine gewisse Herausforderung, ne? So, die Ölversorgung läuft. Auf geht's. Ja, super, so klärt er halt jetzt die Basis auf. Und mal einen Tankwagen opfert. Auch eine Lösung. Naja. Ist das halt eben so. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier möglichst schnell nach oben forschen können. Wir haben jetzt Technologie Level 4 zur Verfügung. Das heißt, wir können meine absoluten Lieblinge bauen unter den Fahrzeugen der Überlebenden. Nämlich Barriereboote. Wir könnten auch hier jetzt Raketensoldaten bauen, aber ehrlich gesagt, wozu? Und solange der Mutant damit beschäftigt ist, hier Tankwagen ins Ende in seinen Tod zu schicken. Oder in ihren Tod, muss man in dem Fall eher sagen. Forschung eingeleitet. Genau, der RPG-Werfer, das Gegenstück zum Bazooka. Den Überlebenden könnte man jetzt bauen, aber ehrlich gesagt, der lohnt sich nicht. Weil der RPG-Werfer ist nicht sonderlich zielsicher. Im Gegensatz zu seinem Mutanten-Gegenstück. Deswegen lohnt sich das ehrlich gesagt nicht. Ja, geht doch. Eingeleitet.
Genau, mehr als Technologie Level 4 geht aktuell nicht, das macht aber nichts. Melde mich einsatzbereit! Schon unterwegs! Kommandoal! Schon unterwegs! So. Für die Dinger wollen jetzt ja, noch mal eben zusammen verdient werden, aber... Bestätigt. System bereit. System bereit. Bestätigt. Okay. Positiv, Fahrführer im Befehl. Tja, es ist jetzt hier ehrlich gesagt eine Mission, die hauptsächlich aus Ressourcen sammeln und dann machen besteht. Viel mehr ist es nicht. Bestätigt. Hoffe bloß, dass der Plasmapanzer jetzt durchhält, bis ich hier gescheit aufrüsten kann. So, 300 haben wir übrig. Da bauen wir jetzt nochmal zwei Techniker von. Für die Verteidigungstürme. Melde mich zum Dienst! Schlag zu! Ja? Melde mich zum Dienst! Ja! Das war jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen die große Bedrohung. Melde mich zum Dienst! Melde mich zum Dienst! We'll be right back.
System Android. Auf Ihren Befehl. Auf Ihren Befehl. Melde mich zum Dienst! Gefangene! Drohen wir mal! Positiv. Positiv. Und wir sind ab. Sie holen mir sie ab. Sie holen mir sie ab. Auf ihren Befehl. System Android Befehl. Positiv. Also das bisschen Angriff. Bestätigt, bestätigt. Melde mich zum Dienst, Gefangene. Dann wollen wir mal. So, jetzt kann die Ölversorgung sich wieder komplett um die Barriereboote kümmern. Ist ohnehin nicht sonderlich viel Öl drin. Da ist die hier ehrlich gesagt wesentlich attraktiver. So. Was haben wir denn jetzt hier? 5, 10 Stück? Nee, das reicht noch lange nicht. 20 werde ich schon brauchen. Halt gutes Dutzend Barriereboote putzt halt alles weg, was da irgendwie rumstehen kann. So, das Revolutionskanone. Das kostet mich schon mal das erste Barriereboot, da kann man sich schon mal drauf verlassen. Der Affen lässt grüßen, ne? Thank you.
Der eine soll jetzt den da unten. Ja? Nee, soll er nicht. Den hat er schon leer gesaugt. Melde mich zum Sieben! Einsatzbereit! Ja! Ja! Kein Problem! Ja? Los geht's! Jawohl! So, damit hat er eh verloren. Haben wir die Mission bereits gewonnen? Sehr schön. Naja, jetzt machen wir vielleicht mal noch den Rest hier der Mission erstmal fertig, bevor ich das hier gleich für gewonnen erkläre. Aber mal so rein grundsätzlich betrachtet, dürfte das wohl funktioniert haben. Wär's, glaube ich, im Großen und Ganzen gewesen. Einsatzbereit, jawohl. Sammeln wir mal noch die Einheiten hier. Schon unterwegs. Da bin ich ehrlich gesagt doch in der Versuchung, eben ein bisschen Aufklärung zu betreiben, weil ich meine, die halbe Melde Karte kennen wir ja noch gar nicht. Ne? Einsatzbereit, melde mich zum Dienst. Da wollen wir mal. Melde mich zum Dienst. Schon unterwegs. Einsatzbereit. Naja, das waren dann schon alle Wachtürme, die mal gehen. So, dann schauen wir uns das hier noch kurz an. Das hier unten wäre ein alternativer Stützpunkt gewesen, aber da ist man dann ziemlich weit weg von dem Ölbohrturm hier oben. Man hat halt nicht diese Nachschublinie hier, die man halt wunderbar ausnutzen kann. Deswegen finde ich den Standort da oben schon ganz richtig. Ärgern wir da oben noch schnell die Raketenkrabbe. Jetzt gleich die letzte Raketenkrabbe dann glauben. Genau, das wäre also hier die Karte. Das übrig gebliebene New York.
finde ich, ist hier jetzt trotzdem ein sehr schönes Bild. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr die 11. Mission mit mir zusammen noch mitgemacht habt. Nächstes Mal sehen wir uns zu den Mutanten der 11. Mission. Und dann geht's hier mit der Mission 12 weiter. Die ist ebenfalls relativ einfach zu machen. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch nur das Beste. Servus und bis zum nächsten Mal.